Sakko. Ich bringe Ihnen die Kleinen in 10 Minuten. Wir bleiben Zeit 10 Minuten. Wo ist Alice? Da bestimmt. Das, nee, das sieht mir nach einem Weg nach draußen aus. Er ist noch drin. Scheiße. Die Frage ist, wo ist Alice? Hat er alles hingebracht? Finde alles. Schön und gut. Von wegen finde alles. Aber wo? Wo hat er sie hingebracht? Das, da geht's ja auch wieder nach draußen. Bestimmt in dem Zimmer, ja. Ist hier irgendwo Alice vielleicht da hinten eingesperrt? Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Du darfst ihm nicht sagen. Du hast hier nichts verloren. Nein. Ich tippe mal. Moin. Tipp mal, hier drin wird sie sein. Oder? Eine Schrotze. Die nehmen wir natürlich mit. Sie ist nicht geladen. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass wir die wenigstens geladen kriegen hier. Okay. Zack. 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 Okay. Zurücklegen. Einfach damit ich. Na komm. Oh, Scheiße. Wo mag sie sein? Einige Bewohner Detroits wurden heute Morgen von einer wilden Verfolgungsjagd aufgeschreckt. Okay, first off. Überprüfen. Kann sie nur sein? Korridor. Wir schauen mal da rein. Ich weiß ja, der Dings ist ja zum anderen Ende. Da ist sie. Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Wie könnte sie es dich vergessen? Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay?
Ganz, ganz leise. Luther! Ja, Slatko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleinen. Sofort, Slatko. Stecken schnell. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein! Sie muss hier irgendwo sein! Worauf wartest du noch? Such sie! Sie durchsuchen das Haus. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Zum Schlafzimmer, zum Korridor. Natürlich ist er beim Korridor. Okay. Verstecken, verstecken. Scheiße. Wo sind sie? Luther! Finde sie! Scheiße. Dann nochmal! Schnell verstecken. Vorsichtig. Abfallschlag. Die machen nichts als Ärger. Ganz schön, ganz ruhig. Miststück! Guck raus! Hol die Taschenlampe! Sie liegt auf dem Tisch! Komm schon, komm raus! Hey, ich werde dir nichts tun. Ich möchte nur mit dir reden. Ich hätte deinen Speicher nicht löschen dürfen, okay? Das tut mir jetzt leid. Jetzt los! Komm da raus und alles kommt in Ordnung. Ich helfe euch. Denk an das kleine Mädchen. Sie hat bestimmt Angst. Sei doch vernünftig. Komm raus und alles kommt wieder in Ordnung. Da bist du. Fuck. Oh, Leute, mach schon.
Zack. Komm. Sie sind da drüben! Schnell. Oh Gott. Quicktime Events, ich mag sie. Ich mag keine Quicktime Events. Vor der Tür raus. Nein! Scheiße. Zack. Zack. Okay. Alice! Schnell. Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf! Lauf so schnell du kannst! Du warst gewarnt. Scheiße. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Ja. Was machst du denn? Hilf uns, bitte. Geh mir aus dem Weg. Nein, nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es wagen? Komm. Was fällt euch ein? Viel Spaß. Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Viel Spaß. Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Viel Spaß. Viel Spaß. Tu uns nichts, bitte. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Gott sei Dank. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Oh Gott. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Alter Schwede, das war mal eine Folge. Slutgo. Okay, sehr lange, sehr lange, wie man sieht. Und wir haben sogar den längsten Weg von allen genommen. Was natürlich geil ist, weil hätten wir da zum Beispiel vor dem Reset nicht entkommen, wären wir zwar auch eventuell noch bis ins Haus gekommen, aber wir hätten auch sterben können, schätze ich mal. Beziehungsweise wieder verkauft werden können. Ne? Und genauso hier hinten auch großer Raum betreten und so, da haben wir ein paar Sachen ausgelassen. Aber wie gesagt, wir haben anscheinend den längsten Weg genommen. Und dafür 50% schon gemacht, also Respekt. So, ich würde aber sagen, mit etwas Verlängerung würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es denn weitergeht. Hier bei Detroit Become Human. Und mir, eurem Lewoski-san.